Hey Leute, ich bin Schauerland und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Teil von Resident Evil 7 und ich habe wirklich Angst. Das Spiel ist wirklich schlimm. Wir sind in der letzten Folge vom Fuddy geflüchtet, hier unten im Keller. Oh, wir haben eine antike Münze. Ich weiß nicht, ob das die vielleicht ist, die wir freigeschaltet haben in der Demo, weil wir hatten sie vorher nicht im Inventar. Jetzt sind wir auch eher gelb, hier unser Vital Signs hier. Hey Bro! Feel fresh. Alter! Okay, wir sind... Sind wir draußen? Oh, das ist glaube ich Asbest und so. Die Details, Alter, die Details in dem Spiel. Das gefällt mir so gut. Das gefällt mir alles so gut. Ich muss nochmal zurück, um sicher zu gehen, nichts verpasst zu haben. Sind unterm Haus, okay. Eigentlich könnte man da jetzt einfach abhauen. Einfach hier die Holzdinger weg und weg. Und weg. Ich meine, unsere Freundin sehen wir ja eh nie wieder. Warte mal, hier ist ein Kabel. Kabel, das irgendwie nach draußen führt. Steht noch so ein Wackelpeter. Komm. Was? Oh, wir können speichern. Gut. Sehr gut. Cry of Fear lässt grüßen hier mit den Save Points. Oh, aber topmoderne Waschmaschinen. Das muss man ja schon sagen. Das muss man ja schon sagen. Okay, ich brauche irgendwas. Will ich wirklich eine alte Socke nehmen? Die miefen furchtbar. Könnten auch meine sein. Okay. Oh, wieder Dosen. Dosen in einer Ecke. Oh! Oh, was haben wir denn hier? Eine Munitionskiste? Neue Boni freigeschaltet. Waffenobjekte wurden hinzugefügt. Objekt, verschmutzte Münze. Okay, E-Mail von Mia, Führerschein, verschmutzte Münze. Ah, wir können Sachen austauschen. Ah, verstehe. Die können wir da... Dann nehmen wir doch mal die Münze und die verschmutzte Münze. Die E-Mail. Ein Ausdruck einer E-Mail von ihrer Frau Mia, die seit 3 Jahren vermisst wird. Mias Führerschein, da steht's ja sogar. Mit einer seltsamen Substanz überzogen. Okay. Warte mal, abbrechen. Sortieren. Schließen. Okay, in der Kiste können wir anscheinend immer unser Inventar irgendwie zwischenspeichern, so wie ich das verstehe. Da ist auch ein Telefon. Sind wir da? Flüssige Chemikalien. Objekt im Inventar kombinieren. Kombinieren. Ach, Kraut mit flüssigen Chemikalien. Ah, okay. Okay, okay, interessant. Wir kriegen also Erste-Hilfe-Arsenal. Wir haben also so eine Art... Wir haben also so eine Art Rezepte hier. Und können uns damit unsere Mini-Packs selber machen. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir vielleicht... Ist auch noch was? In Dietrich. Alles klar. Okay. Damit kriegen wir die eine Schublade im Flur auf. Das ist interessant gemacht, dass man sich eigentlich immer so in demselben Bereich hier anscheinend aufhält. Ups, das wollte ich eigentlich gar nicht machen. Ich wollte eigentlich ducken. Das ist ein bisschen... Na gut, eigentlich wollte ich schon machen, aber ich wollte erst speichern vorher. Aber wir haben ja gerade schon gespeichert, deswegen speichere ich jetzt nochmal neu. Ich bin Schisshase. Ich muss einfach viel speichern.
Es ist nun mal so. Okay, Telefon. Wahrscheinlich ist da immer nur... Wenn es klingelt, haben wir da wahrscheinlich immer nur die Möglichkeit, mit jemandem zu reden und nicht selber anrufen. Das geht dann wahrscheinlich nicht aktiv. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt hier raus. Gut gemacht, Ethan. Oh. Sorry, stimmt's. Wer zum Teufel sind diese Leute? Und hör zu, wenn du am Leben bleiben willst. Du musst aus dem Haus raus. Gleich geht mein Weg durch die Eingangshalle. Okay. Und... das Teil an deinem Handgelenk ist ein Kodex. Verlier nicht. Er ist wichtig. Ein Kodex? Ich dachte, eine Apple Watch. Ich hoffe, er schleicht jetzt nicht noch hier rum. Okay, wo war das Regal? Das Ding, was ich aufmachen konnte. Nochmal zurück. Entschuldige mich, dass ich nicht so viel sage, aber es ist gerade... Hey, hier drüben! Hey, Sie müssen mir helfen! Ganz ruhig, zurück! Also, Sir, wohnen Sie hier? Ich meine, ist das Ihr Grundstück? Was? Ich? Nein, nein! Okay, uns haben kürzlich mehrere Anrufe über vermisste Personen erreicht. Sie verstehen nicht. Ich muss hier raus! Beruhigen Sie sich. Sie hören mir nicht zu. In diesem Haus gibt's Irre, die mich umlegen wollen, verdammt! Tja, na gut, ich sage Ihnen Folgendes. Sie scheinen sie auch nicht gerade alle beisammen zu haben, okay? Machen Sie Witze? Also, wie gesagt, es wurden mehrere Personen vermisst gemeldet. Und ich kann nicht ausschließen, dass ein Außenstehender wie Sie daran beteiligt ist. Okay. Ich sag Ihnen, was Sie wollen. Okay. Das klingt schon besser. Gut. Treffen wir uns in der Garage. Dort reden wir. Hey, halt! Geben Sie mir Ihre Pistole. Sie haben wohl den Verstand verloren. Schauen Sie. Officer. Hey, Deputy. Genau. Deputy. Wollen Sie meinen Namen in den Todesanzeigen lesen? Oder wollen Sie ein Held sein und mein Leben retten? Ein verdammtes Taschenmesser? Hier. Nehmen Sie es. Mehr okay. Sie nicht. Los, jetzt. Garage. Sofort. Okay, warte mal. Was soll ich mit einem Messer? Such den Schrank, ich such den Scheiß. Okay. Schlüsseldienst! Ah, okay. Mal eben gucken. Was können wir denn hier nochmal dranhängen? Münze? Das kann nicht benutzt werden. Die alte Münze? Kann auch nicht benutzt werden. Dann haben wir eine Pflanze, Munition und unser Heilmittel. Ich weiß es nicht. Okay, ab in die Garage. Und da wir jetzt ein Messer haben... Ich gehe nochmal schnell zurück und speichere. Ich feige Sau. Okay, da wir jetzt ein Messer haben, kommen wir da so, denke ich mal, weiter. Ah! Okay, so kriegen wir Munition. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass es kein gutes Ende nehmen wird und der arme Polizist gleich tot sein wird, aber wir dafür seine Pistole haben.
Na, das ist aber alles ziemlich gefixt hier. Oh, hi. Hey, wir müssen hier raus, verdammt. Zuerst erzählen Sie mir, was Sie hier draußen so spät alleine machen. Ich? Was ist mit Ihnen? Das ist mein Job. Machen Sie Ihren Job und antworten. Antworten Sie endlich. Sie würden mir nicht glauben, wenn ich es Ihnen erzähle. Ach ja? Hey, das Tor! Das Tor aufmachen! Das Tor! Ich wusste es! Scheiße, ich werde jeden einzelnen von euch um. Oder auch nicht. Alter, was hält denn ihr aus? Ein Glück habe ich nochmal gespeichert, okay? Jeden Tag dieselbe Leier. Das gibt's doch nicht. Haben wir noch Munition hier? Wow! Der Junge hat gleich kein Gesicht mehr. Hast du denn schon Spaß? Was? Okay, Beutel. Dann gucken wir später. Nein! Einen Schuss haben wir noch. Was zum Teufel müssen wir machen? Du denkst, du kannst mir wehtun? Sieht nicht so aus. Du und deine Scheißkarre können mich mal. Autoschlüssel. Wow, 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 wow. Space Block. Wow. Okay. Fang besser an zu laufen, Junge. Wow. Was zum Teufel? Oh, Scheiße. Was muss ich denn hier machen? Ich check's grad nicht. Wow. Einfach nur aufpassen, glaube ich, dass er uns nicht erwischt. Oh, fuck. Wow. Wow, 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 wow. Nein. Scheiße. Neustarten, Spiel verlassen. Im letzten Speicherstand Neustarten. Was hätten wir denn tun sollen? Halten Sie in der Garage noch Objekten aus, die im Kampf helfen könnten. Ja, super. Okay, weiter. Okay. Ich weiß nicht. Hey, wir müssen hier raus, verdammt. Wollen wir das überspringen? Zuerst erzählen Sie mir, was Sie hier draußen so spät alleine machen. Ich? Was ist mit Ihnen? Das ist mein Job. Machen Sie Ihren Job und antworten. Antworten Sie endlich. Sie würden mir nicht glauben, wenn ich Ihnen erzähle. Ach ja? Hey, das Tor! Stopp. Das Tor aufmachen! Das Tor! Stopp. Scheiße. Okay, hier hinten haben wir Medizin. Haben wir da einen Autoschlüssel? Scheiße, ich werde jeden einzelnen von euch umbringen. Haben wir auch noch was zu bauen? Autoschlüssel? Nein! Das ist doch dein. Okay, so sieht's also aus. Warte, zeig's mir! Okay. Was hält denn der aus?
Wow! Wow! Was? Oh Mist! Das ist Auto, Eva! Das ist ja ganz anders als gerade. Scheiße! Beenden wir das. Du und ich. Nein, 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 nein. Wollen wir eine Spritztour machen? Nein, 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 nein! Scheiße! Alter! Wie krank ist denn dieses Spiel? Alter! Wie viele Möglichkeiten hat man denn? Scheiße! Oh fuck! Wo geht's denn hier raus? Oh Junge! Schau, was du angestellt hast! Scheißkerl! Alter, das gibt's doch nicht! Wie kommt man denn hier raus? Wow! Eine Leiter. Der steht doch eh gleich auf. Eben noch mal gucken, ob wir irgendwas mitnehmen können. Es gibt auch keinen Safe Point hier. Komm, schnell hoch. Hab ich deine Aufmerksamkeit, Junge? Du wirst gleich was Wunderbares sehen. Scheiße! Die Brille. Alter, was geht denn ab? Dieses Spiel ist so unglaublich gut. Flintenmunition. Also nicht so weit, da war noch was, was ich haben wollte. Verdammt cool, dass man die Objekte untersuchen kann und dann irgendwie interagieren kann damit. Ochsenstatue. Er ist weg. Nee, doch nicht. Da ist er noch. Okay. Glück gehabt, meine Freunde. Okay, was haben wir denn jetzt im Inventar? Was haben wir da rausgenommen? Was haben wir da rausgenommen? Pistolenmunition? Rotmunition? Eine Münze? Eine alte Gedenkmünze. Es klebt etwas daran, das wie Schimmelpilz aussieht. Eine alte Gedenkmünze. Was haben wir denn mit, warte mal, E? So, mit E und Q können wir kombinieren. Was können wir denn da machen? Ah, jetzt können wir das abnehmen. Ah, verstehe, 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 verstehe. Ah, jetzt haben wir einen Teil der Statue und damit kommen wir vielleicht in die Tür rein, die da im Flur war. Haben wir sonst eine Möglichkeit hier? Nee, können wir nur runter. Hauptsache Omi kommt nicht wieder. Ey, ich hätte nicht gedacht, dass wir so schnell irgendwie so eine Art Bossfight kriegen. So kann man es doch nennen.
Okay. Ich bin mir nicht sicher, was wir mit dem Pendel machen müssen. Können wir da nochmal hin? Ich will gerade eigentlich einfach nur speichern und hoffe, dass wir bis zum Save Point kommen. Dann müssen wir, glaube ich, da durch. Okay, gut. Sehr gut. Also, das war ja echt. Auch warum gehen denn die Türen immer zu? Da gab Musik. Was können wir denn dann dran machen? Die Ochsenstatue? Kann nicht benutzt werden. Ich würde sagen, da muss eigentlich ein Pendel dran, aber sowas haben wir nicht. Okay, kommen wir vielleicht später zu. Kommen wir vielleicht später zu. Gehen wir mal zurück. Denn ich glaube, wir mussten die Statue da im Eingang einsetzen. Ist er jetzt wirklich tot? Ist er wirklich tot? Da ist er wieder, der nackte Mann. Der schreibt. Gibt's auch nichts Neues. Okay. Müssen wir hier also einsetzen. Und ich würde sagen, das machen wir dann jetzt in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.